بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Es gibt ein Problem mit der Akustik, glaube ich. Ich hoffe, wir kriegen das in den Griff, inshallah ta'ala. Ihr könnt euch durchsetzen, Schwestern, kein Problem. Der Bruder, ja, der Arme, ja, dreht. Allah ihn. Meine lieben Geschwister, ich freue mich, heute wieder hier sein zu dürfen. Wir hatten jetzt die Eid-Pause gehabt, davor war ich auch einmal nicht da gewesen. Umso mehr freue ich mich, heute wieder da sein zu dürfen. Und da ich nächste Woche im Urlaub sein werde, inshallah, das wird natürlich den Unterricht weiterhin geben. Wir werden das auch bekannt geben, wer den Unterricht machen wird, inshallah. Aber habe ich mir gedacht, belassen wir es erstmal bei der Reihe und machen dann, inshallah, mit unserer Reihe nach den Sommerferien weiter, damit wir das an einem Stück dann abschließen können, inshallah ta'ala. Und heute, inshallah ta'ala, möchte ich mit euch über ein sehr wichtiges Thema sprechen, gerade auch in der jetzigen Zeit. Und zwar, wir befinden uns jetzt am Ende eines Hijri-Jahres. Und immer dann, wenn sich ein Jahr dem... Immer dann, wenn sich ein Jahr dem Ende nähert, dann sollte sich der Muslim Gedanken machen. Gedanken machen über viele Dinge. Und über eine Sache, über die man sich Gedanken machen sollte, ist, warum eigentlich das muslimische Jahr nach der Hijra benannt wird. Und warum die Muslime gerade das Ereignis der Hijra ausgewählt haben als Beginn für die islamische Zeitrechnung. Das ist nicht selbstverständlich. Sie hätten auch viele andere Ereignisse wählen können. Sie hätten die Geburt des Propheten sallallahu alaihi wa sallam wählen können. Sie hätten eine wichtige Schlacht als Beginn für die islamische Zeitrechnung wählen können. Beispielsweise die Schlacht von Badr oder die Eroberung von Mekka. Sie hätten den Tod des Propheten sallallahu alaihi wa sallam als Beginn wählen können. Ja, sie hätten sich einfach auch eine andere Zeitrechnung von vorherigen Völkern aussuchen können. Wie die persische Zeitrechnung, die jüdische Zeitrechnung, die christliche Zeitrechnung. Also es gab viele, viele Optionen. Aber die Muslime haben sich am Ende für was entschieden? Sie haben sich am Ende für die Hijra entschieden. Und meine Frage an euch, bevor wir inshallah ta'ala über die Hijra der Herzen sprechen werden, in unserem heutigen Vortrag. Meine Frage an euch ist, wann wurde das eigentlich bestimmt, dass die Hijra der Beginn der islamischen Zeitrechnung sein soll? Wann wurde das festgelegt? Und wer hat das festgelegt? Umar ibn Khattab, sehr gut. Umar ibn Khattab, und zwar ganz konkret im Jahr 17 nach der Hijra unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Im Jahr 17 nach der Hijra unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam haben sich die Muslime darauf geeinigt, die Hijra zum Beginn für die islamische Zeitrechnung zu machen. Und sie hatten viele Optionen gehabt und hatten auch viele Ideen gehabt, haben sich dann aber am Ende auf was geeinigt? Auf die Hijra des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, als Beginn für die islamische Zeitrechnung. Und das zeigt uns etwas, dass dieses Ereignis nicht irgendein Ereignis ist, sondern für die Muslime ein gewaltiges Ereignis ist. Ein Ereignis, was eng verbunden ist mit der islamischen Geschichte. Ein Ereignis, an das sich jeder Muslim immer wieder erinnern sollte. Und ein Ereignis, was zwar als historisches Ereignis bezeichnet werden kann, aber
eine wesentliche Eigenschaft dieser Umme geworden ist und sich dementsprechend auch immer wiederholen kann und auch wiederholen sollte. Die Hijra ist ein historisches Ereignis, weil die Hijra, nach der die islamische Zeitrechnung datiert ist, ist nicht irgendeine Hijra, sondern es ist die Hijra unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam von Mekka nach Al-Madinah. Und mit ihm seine Gefährten, radwanullahi alaihi. Es ist dieses gewaltige Ereignis, bei dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam Mekka verlassen musste und dann in Medina angekommen ist und dort die Gemeinschaft dann aufbauen konnte. Die Hijra ist also nicht irgendein Ereignis, sondern es ist ein Ereignis, was den Islam gefestigt hat. Ein Ereignis, bei dem die Muslime gezeigt haben, was Aufopferungsbereitschaft bedeutet. Ein Ereignis, bei dem die Muslime gezeigt haben, was Priorität haben sollte im Leben eines Muslims, nämlich seine Religion. Selbst wenn er dadurch die Dunya verliert, seine Religion ist wichtiger als alles andere. Und deswegen ist er bereit, mit seiner Religion zu flüchten und zu fliehen. Heutzutage gibt es viele Menschen, die verlassen ihre Heimat, sie wandern aus meistens wirtschaftlichen Gründen, um Steuern zu sparen, um sich vielleicht ein besseres Leben aufzubauen, vielleicht auch aus Angst vor Krieg oder Verfolgung. Aber die Hijra unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, der Muslime, ist aus allein einem einzigen Grund erfolgt, nämlich aufgrund der Religion, um zu Allah zu fliehen. Und im Grunde genommen ein wichtiges Gebot des Korans umzusetzen, welches Allah Ta'ala in Surat Al-Dhariyat wie folgt formuliert. Fafirru ila Allah, so flieht zu Allah. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Ich bin für euch von ihm ein offensichtlicher Warner. Allah Ta'ala, er verlangt von uns Muslimen, dass wir zu ihm flüchten sollen. Dass wir zu ihm fliehen sollen. Und das gilt nicht nur für die ersten Muslime, sondern das gilt für jeden Muslim, zu jeder Zeit, an jedem Ort dieser Welt. Und deswegen, die Hijra ist rein historisch gesehen abgebrochen mit welchem Ereignis? Mit welchem Ereignis endete die Hijra von Mekka nach Medina? Es gab ein ganz konkretes Ereignis, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ab jetzt gibt es keine Hijra mehr nach Mekka. Nach Medina meine ich. Welches Ereignis war das? Das ist ein bekanntes Ereignis. In der Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo der Prophet gesagt hat, ab jetzt gibt es keine Hijra mehr. Das ist eigentlich auch relativ logisch. Es ist die Eroberung von Mekka. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, La hijrata ba'da al-fathi. Es gibt nach der Eroberung von Mekka keine Hijra mehr. Es ist vorbei, khalas. Warum? Weil Mekka jetzt zu einer islamischen Stadt geworden ist. Wo nicht mehr die Muschrikun, die Polytheisten, die Oberhand haben, sondern die Muslime. Und deswegen muss man Mekka nicht mehr verlassen. Und deswegen braucht man auch nicht mehr von Mekka nach Medina auszuwandern, um mit seiner Religion zu fliehen und zu flüchten. La hijrata ba'da al-fath. Walakin, aber es gibt was übrig geblieben ist. Jihad und Waniyah. Das, was übrig bleibt, ist was? Der Jihad, das Abmühen auf dem Wege Allahs und die Absicht. Was übrig bleibt, ist also was? Die Hijra der Herzen. Was übrig bleibt, ist die Hijra der Herzen. Die Hijra der Absicht. Wo befindet sich denn die Absicht im Herzen? Die Gelehrten sagen, An-Niyatu mahalluha al-qalb. Die Absicht befindet sich wo? An welchem Ort? Im Herzen. Und dementsprechend, das, was übrig geblieben ist von der Hijra unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, ist dementsprechend was? Ist die Hijra der Seele. Die Hijra des Herzens. Das, was ich als Muslim immer wieder praktizieren kann. Egal an welchem Ort ich mich befinde. Und
Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat dies auch ganz klar und deutlich zum Ausdruck gebracht. Indem er nämlich sagte sallallahu alaihi wasallam: "La tanqati'u al-hijra hatta tanqati'a at-tauba." Die Hijra endet nicht, bevor nicht die Taube endet. Was heißt das? Was heißt denn das, bevor nicht die Taube endet? Was ist damit gemeint? Die Hijra endet nicht, bevor nicht die Taube endet. Wie kann denn die Taube enden? Genau. وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَ حَتَّى تَخْرُجَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا. Und die Taube endet nicht, bevor nicht die Sonne im Westen aufgeht. Es geht hier also um die Möglichkeit zu Taube. Solange ich Taube machen kann, solange ich bereuen kann, solange ich die Möglichkeit habe, zu Allah zurückzukehren, kann ich dementsprechend auch Hijra machen. Und zwar in ihrer ursprünglichen Bedeutung. Bevor wir jedoch auf die Hijra der Herzen zu sprechen kommen, sollten wir uns nochmal vergewissern, welch Stellenwert die Hijra bei Allah subhanahu wa ta'ala hat. Und das können wir erkennen anhand der Anzahl der Verse, in denen Allah subhanahu wa ta'ala über die Hijra spricht. Ich habe das mal einfach eingegeben, das Wort Hajra, in eine Suchfunktion im Koran. Einfach Hajra, weil da kannst du das Verb Hajra als auch das Subjekt, das Nomen Muhajir, Muhajirin, ja, und so weiter und so fort, dann auch finden. All diese sozusagen dann auch Wortform. Und ich habe hier gefunden, ja, das ist insgesamt Adad al-Kalimat al-Munaqqaba anha fil ayat, die 23 Mal im Koran vorkommt. Ob das jetzt genau ist, kann ich nicht sagen, aber 23 Mal finden wir das Wort jetzt auf eine sozusagen schnelle Suche, ja, einfach mal 23 Mal. 23 Stellen spricht Allah subhanahu wa ta'ala über die Hijra. Die Hijra der Propheten, die Hijra der Sahaba radwanullahi alayhim. Über wessen Hijra wird dann zum Beispiel im Koran gesprochen? Welcher Prophet hat eine Hijra gemacht vor unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam? Musa alaihi salam musste Ägypten verlassen. Wessen Hijra wird noch angesprochen im Koran? Was? Nuh. Nuh weniger, er blieb ja eigentlich unter seinem Volk. Er hat ja die Arche, das Schiff gebaut, blieb eigentlich unter ihnen, bis Allah dann durch den Tufan, sie dann vernichtet hat. Ibrahim alayhi salam qala inni muhajirun ila rabbi. Ich werde auswandern zu meinem Herrn. Das heißt, Allah Ta'ala, er spricht über mehrere Auswanderungen im Koran. Ja? Ibrahim alayhi salam, Musa alayhi salam, unser Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Aber er spricht auch immer wieder über die Hijra der Gläubigen. Mehrere Versen. Nehmen wir mal einige Verse und schauen sie mal an, inshallah ta'ala. Einmal Surat al-Baqarah. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala: "Inna alladhina amanu walladhina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah." Diejenigen, die glauben und diejenigen, die auswandern und diejenigen, die sich abmühen auf dem Wege Allahs, jene erhoffen sich die Barmherzigkeit Allahs. Wallahu ghafur rahim. Allah ist allvergebend, barmherzig. Surat Ali Imran. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u 'amala 'amilin minkum min dhakarin aw untha. Allah erhörte daraufhin ihr Gebet. Ich werde keine Tat von euch, ob Mann oder Frau, verloren gehen lassen. Ba'dukum min ba'd. Ihr seid voneinander. Also Männer und Frauen. فَالَّذِينَ هَاجَرُوا, diejenigen, die Hijra gemacht haben. وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ, aus ihren Wohnstätten vertrieben wurden. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي, und auf meinem Weg zu Schaden gekommen sind. وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا, und gekämpft haben und getötet wurden. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, ich werde ihnen ihre Sünden
tilgen. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Und ich werde sie Gärten eintreten lassen, unter denen Flüsse fließen. ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Als Belohnung von Allah. وَاللَّهُ عِنْدَهُ الْحُسْنُ ثَوَابًا. Allah hat die beste Form der Belohnung. Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht in etlichen anderen Versen immer wieder auch genau darüber. Diejenigen, die glauben, Hijra machen und sich abmühen auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. An anderer Stelle zeigt uns Allah subhanahu wa ta'ala auf, dass es Leute gab, die die Möglichkeit hatten, die Hijra zu machen, aber sie nicht genutzt haben. Hört euch mal folgende Ayah. In Surat An-Nisa, Vers Nummer 97. إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ. Diejenigen, welche von den Engeln abberufen werden, während sie sich gegenüber selbst Unrecht getan haben. قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ. Es wurde ihnen gesagt, was ist los, wo wart ihr gewesen? قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ. Sie sagen, wir sind unterdrückt gewesen auf der Erde. قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا. Die Engel werden sagen, war nicht die Welt Allahs, die Erde Allahs, weit genug gewesen, so dass ihr auf ihr Hijra machen konntet? فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Jene haben als Aufenthaltsort was? Jahannam. Und was für ein schlimmer Ausgangspunkt ist das? Also wir sehen Allah subhanahu wa ta'ala, er beschreibt hier einige, welche die Möglichkeit hatten zu Hijra, es aber nicht gemacht haben, dadurch sich der Versuchung ausgesetzt haben, vielleicht abgekommen sind vom Weg. Woraufhin Allah subhanahu wa ta'ala sie dann fragen wird, warum habt ihr diesen Ort nicht verlassen? Wo ihr ihn doch verlassen konntet. Ihr hattet die Möglichkeit gehabt, warum habt ihr es nicht gemacht? Die Hijra. Ein grundsätzliches Prinzip in unserer Religion. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, meine lieben Geschwister im Islam, er hat über dieses Prinzip gesprochen. Und er hat uns aufgezeigt, die Hijra ist ein allgemeines Prinzip, das jeder Muslim in seinem Leben praktizieren sollte. Indem er nämlich klar und deutlich definierte, was eigentlich mit einem Muhajir gemeint ist. Wie hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam einen Muhajir, einen Auswanderer definiert? Wie hat er ihn definiert? Es gibt eine Überlieferung, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam den Muhajir klar und deutlich definiert und sagt, wer ein Muhajir ist. Und das zeigt uns, dass wir das immer praktizieren können. Egal zu welcher Zeit und egal an welchem Ort. Was ist ein Muhajir? Al-Muhajiru man hajara ma nahallahu an. Was heißt das? Muhajir ist derjenige, der das unterlässt, von dem ablässt, was Allah verboten hat. Das ist ein Muhajir. Nochmal, eine wichtige Definition, die jeder Muslim kennen sollte. Al-Muhajiru man hajara ma nahallahu an. Auswanderer ist derjenige, der von dem ablässt, was Allah verboten hat. Das ist die grundsätzliche Bedeutung von Hijra. Dass ich etwas unterlasse. Dass ich auf etwas bereit bin zu verzichten für Allah. Und mich davon distanziere, davon entferne. Und das kann jeder Muslim. Und das kann und muss ich immer tun als Muslim. Und in diesem Sinne kann jeder Muslim diese Hijra praktizieren. Und jetzt, anlässlich der Hijra unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sollten wir uns mit dieser wahren Hijra beschäftigen. Der Hijra der Herzen. Aber wenn ich über die Hijra der Herzen spreche, dann spreche ich nicht nur über die Hijra im Inneren, sondern dann spreche ich auch über jene Hijra, wo ich bereit bin, vielleicht bestimmte Orte oder Personen zu meiden. Die Hijra des Herzens führt auch zu einer Hijra des Körpers. Aber die Hijra des Körpers muss nicht unbedingt zu einer Hijra des Herzens führen. Kennen alle diesen schönen Hadith unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam?
dem er sagt, innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Die Taten sind entsprechend ihren Absichten. Und jeder bekommt das, was er beabsichtigt hat. Wie geht's dann weiter? فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ Wessen Auswanderung zu Allah und seinem Gesandten war, dessen Auswanderung war zu Allah und seinem Gesandten. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ Wessen Auswanderung zur Dunya war, zu etwas Weltlichem, um es zu erlangen. يُصِيبُهَا Er will, strebt er. أَوْ إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا Oder zu einer Frau, um sich zu heiraten. فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ So ist seine Hijra dorthin, wohin er ausgewandert ist. Er mag zwar vielleicht mit seinem Körper ausgewandert sein, aber sein Herz hat nicht wirklich die Hijra vollzogen. Er hat es für die Dunya gemacht. Und dieser Hadith hat ja einen historischen Hintergrund. Weiß jemand, warum der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dies gesagt hat? Er hat es gesagt, weil ihm zu Ohren gekommen ist, dass es einen Mann gab, der nur ausgewandert ist von Mekka nach Medina wegen einer Frau. Er wollte gar nicht auswandern. Er hat mit Islam nicht ihren Hut gehabt. Aber er war so verliebt in eine Frau, dass er mit ihr nach Medina ausgewandert ist oder ihr hinterhergegangen ist. Und diese Frau hieß Qais, die Mutter von Qais. Woraufhin sich dann der Begriff verbreitet hat, Muhajir Qais, der Auswanderer von Qais. Er hat zwar die Hijra mit seinem Körper gemacht, aber nicht wirklich mit seinem Herzen. Und dementsprechend ist er nur äußerlich gesehen ein Muhajir, aber nicht mit seinem Herzen. Aber derjenige, der die Hijra wahrhaftig mit seinem Herzen vollzieht, der wird als Konsequenz daraus automatisch auch die Hijra mit dem Körper vollziehen. Weil die Hijra erst dann vollkommen ist, wenn sie mit unseren Taten auch in Einklang steht. Die Hijra des Herzens. Wie vollziehe ich jetzt die Hijra des Herzens? Wie kann ich zu Allah auswandern, so wie es Allah von mir verlangt hat? Fafirru ila Allah. Wie mache ich das? Zunächst erst einmal, indem ich mit meinem Herzen aufrichtig bereue. So wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in diesem schönen Hadith, den wir gerade gehört haben, gesagt hat. Ihm er sagte, die Hijra endet solange nicht die Möglichkeit zur Reue endet. Und die Möglichkeit zur Reue endet nicht, solange nicht die Sonne im Westen aufgeht. Die Hijra ist also erst einmal was? Ein Prozess, der sich innerlich vollzieht in meinem Herzen. Dieser Drang zu Allah Ta'ala zurückzukehren. Dieser Drang zu bereuen. Dieser Drang neu zu beginnen. Dieser Drang zu bedauern, dass man so lange entfernt gelebt hat von Allah Subhanahu wa Ta'ala. Das ist die Hijra, die jeder Muslim vollziehen sollte. Dass ich diesen Schmerz in meinem Herzen verspüre. Den Schmerz, der verursacht wurde durch die Sünden und der dazu geführt hat, dass ich weit entfernt von Allah Ta'ala gelebt habe. Das ist der Beginn der Hijra. Die Muslime, warum sind sie ausgewandert? Sie sind ausgewandert, weil sie gemerkt haben, sie können ihre Religion nicht mehr praktizieren. Und sie hatten diesen Drang gehabt, ihre Religion zu praktizieren. Und deswegen waren sie bereit gewesen, alles zu tun, um zu Allah subhanahu wa ta'ala zu gelangen. Das ist die Hijra des Herzens. Dass ich zunächst erst einmal bereue. Die Hijra des Herzens bedeutet, dass ich schaue, was Allah subhanahu wa ta'ala am wichtigsten ist und danach in meinem Leben strebe. Und dass ich versuche, die Dunya hinter mir zu lassen. Ich konzentriere mich in meinem Leben voll und ganz auf Allah. So wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, ihm er sagte, man kanat die akhiratu hammahu, wessen Sorge und wessen Bedenken das Akhira sind, ja'ala Allahu ghinahu fi qalbi,
dem wird Allah Ta'ala seinen Reichtum in sein Herz legen. وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ Er wird ihm all seine Angelegenheiten vereinen. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ Und die Dunya wird zu ihm kommen und sie ist unterwürfig. Das ist die Hijra des Herzens, dass ich schaue, was will Allah von mir. Dass ich versuche, Allah subhanahu wa ta'ala mit meinem Herzen näher zu kommen. Weil das ist es, wonach Allah mich am jüngsten Tag befragen wird. Das allererste, wofür Allah ta'ala mich befragen wird, ist das, was in meinem Herzen gewesen war. Und deswegen, was sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Er sagte, Ala wa inna fil jasadi mudra. Wahrlich, und im Körper befindet sich ein Fleischklumpen. Idha fasadat fasad al jasadu kullu. Wenn er verdorben ist, ist der gesamte Körper verdorben. Wa idha salahat salah al jasadu kullu. Und ist er gesund, so ist der gesamte Körper gesund. Subhanallah. Die Hijra des Herzens. Ich versuche, Allah subhanahu wa ta'ala mit meinem Herzen näher zu kommen und zu ihm zu flüchten. Aber das allein reicht nicht aus. Sondern das muss ich äußern in meinen Taten. Das muss ich äußern in meinen Taten. Und wir wollen uns jetzt insha'Allah ta'ala anschauen, wie sich diese Hijra des Herzens dann in unseren Taten äußert. Wohin führt diese Hijra? Und zwar, sie führt dazu, dass ich mich als Muslim versuche, von allem zu entfernen, was mich von Allah subhanahu wa ta'ala abbringt. Weil ich will nicht am jüngsten Tag jemand sein, dem genau das gesagt wird, was wir gerade in dieser gewaltigen Ayah gehört haben, wo die Engel kommen und jemanden fragen, warum hast du keine Hijra gemacht? Und man sagt, ja, es ging nicht anders, die Fittern waren viel gewesen und ich konnte nicht anders und ich wurde negativ beeinflusst von meinen Freunden. Und dann wird gefragt, warum hast du nicht all das hinter dir gelassen? Hat dich jemand festgehalten? Hat dich jemand gezwungen, mit diesen Menschen zu verkehren? Hat dich jemand gezwungen, an diesem Ort zu sein? Du bist doch freiwillig geblieben. أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَ فَتُهَاجِرُوا فِيهَا Ist nicht die Erde Gottes weit, sodass ihr darin auswandern könnt. Ich meine, die Leute, die wandern heute aus wegen Geld, um Steuern zu sparen, gehen sie nach Dubai. Oder? Weiß ich, wie viele YouTuber sind gerade in Dubai. Ja, weil sie dort Steuern sparen. Ja? Guck mal, wegen Dunya ist man bereit, vieles zu tun. Was ist mit deiner Religion? Und hier kommen wir jetzt zu den Auswirkungen der Hijra des Herzens. Was das ganz konkret bedeutet. Und wie das zum Vorschein kommt. Zunächst erst einmal kommt es zum Vorschein, indem ich, wie gesagt, versuche, alles zu unterlassen, was zu einer Grenzüberschreitung führen könnte. Ich versuche, die Sünden hinter mir zu lassen. Oder ich versuche, die Orte und die Menschen hinter mir zu lassen, welche mich dazu bringen könnten, eine Sünde zu begehen. Dass ich versuche, zunächst erst einmal zu schauen, mit wem verbringe ich eigentlich meine Zeit. Wer sind die Menschen, mit denen ich meine Zeit verbringe? Weil diese Menschen, mit denen ich meine Zeit verbringe, sie beeinflussen mich am stärksten. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, was sagt er? Er sagt sallallahu alaihi wa sallam, Al-mar'u ala dini khalili. Der Mensch, er nimmt die Religion seines engsten Freundes an. Als wie hieß er nochmal? Uqba ibn Abi Mu'ayt. Dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam sah eines Tages, da lud er ihn zum Essen ein. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte zu ihm, er war eigentlich sein Erzfeind gewesen, aber die arabische Mentalität, sie hat es erfordert, wenn jemand kommt, auch wenn es dein Feind ist, lädst du ihn zum Essen ein. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte zu ihm, ich werde mit dir nicht essen, ehe du nicht Muslim wirst. Und in dem Moment, subhanallah, hat Allah Ta'ala sein Herz erweicht und seine Brust geweitet durch diese Worte des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass er die Shahada ausgesprochen hat. Ein Feind des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und auf jeden Fall, nach diesem Treffen mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, ging er zu seinem besten Freund. Ich glaube, es war entweder Umayyah ibn Khalaf oder Al-Walid ibn Mughira, einer von beiden. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und er erzählte ihm davon
Woraufhin dann sein bester Freund zu ihm sagte, ich werde mit dir kein Wort mehr reden, bevor du nicht zu Mohammed gehst, sallallahu alaihi wasallam, und ihn beschimpfst und ins Gesicht spuckst. Bevor du das nicht tust, werde ich mit dir kein Wort mehr reden. Und was macht er? Er hört auf seinen Freund. Er hat zwar den Islam angenommen, aber er war nicht bereit gewesen, seinem Freundeskreis aufzugeben. Und er ging zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und beschimpfte ihn, wollte ihn spucken. Der Prophet sallallahu wurde bewahrt. Woraufhin dann Allah subhanahu wa ta'ala Ayat herabgesandt hat. Wisst ihr, welche Ayat das sind? Die Ayat in Surat al-Furqan, denen Allah ta'ala folgendes sagt. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. Und an jenem Tag, wo der Ungerechte auf seine Hände beißen wird. يقول, er wird sagen, يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. Oh, wie hätte ich doch mit dem Gesandten einen Weg beschritten. Ja, weilata laytani lam attakhid fulan khalila. Oh, wie hätte ich doch nicht mit dem so und so einen Weg beschritten. Laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani. Er hat mich von der Ermahnung abgebracht, nachdem sie zu mir gekommen ist. Subhanallah. Ja? Da hat er die Hidayah bekommen, aber er hat auf seine Freunde gehört. Er war nicht bereit gewesen, das umzusetzen, was Allah Ta'ala von ihm verlangt. Und wie viele Geschwister kennen wir heutzutage, die genau dasselbe machen? Sie kennen den Weg zur Moschee. Sie hören sich Unterricht an. Sie beten vielleicht auch, aber sie sind nicht bereit, ihren Freundeskreis zu ändern. Und was passiert nach einiger Zeit? Sie werden schwach, fangen an, auf ihre Freunde zu hören, kommen immer weniger in die Moschee, beschäftigen sich immer weniger mit ihrer Religion, fangen an, ihr Gebet zu vernachlässigen und irgendwann einmal hören sie mit allem auf. Es geht schneller als man denkt. Und deswegen, Hijra. Hijra bedeutet was? Dass ich bereit bin, meine Umgebung zu ändern. Und die Wichtigkeit dessen wird noch einmal deutlich durch diesen krassen Hadith, den wirklich krassen Hadith unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam von dem Mann, der 100 Menschen getötet hat. Wir kennen den Hadith alle. Als er dann einen Gelehrten fragte, was kann ich tun, wird mir Allah verzeihen, er meinte, ja, aber du musst deinen Ort wechseln. Mach dich auf den Weg, weil der Ort, wo du dich befindest, ist ein schlechter Ort. Es ist ein Ort, der dich negativ beeinflusst. Geh zu dem und dem Ort, wo Menschen sind, die fromm sind. Und Allah Ta'ala wird dir vergeben. Und subhanallah, das sollte wirklich so kommen. Er stirbt auf der Mitte des Weges. Und Allah Ta'ala vergibt ihn, weil er nur auf dem Weg dorthin gewesen ist. Er hat versucht, die Hijra zu machen. Er hat sich Mühe gegeben, obwohl er ein Sünder war. Und was für ein Sünder, subhanallah. Aber Allah Ta'ala, er hat ihn angenommen, weil er nur auf dem Weg gewesen ist. Er hat sich Mühe gegeben. Allah Ta'ala, er berichtet von einem Mann im Koran, der auf dem Weg war nach Medina, aber es nicht bis dorthin geschafft hat. Woraufhin Allah eine Ayah herabgesandt hat. وَمَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدَ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Und wer von zu Hause hinauszieht, zu Allah und seinem Gesandten, und dann der Tod ihn einholt, so fällt sein Lohn auf Allah. Mit anderen Worten, er bekommt die volle Belohnung. Allein er hat so versucht. Er hat versucht, die Hijra zu vollziehen. Allein dein Versuch, lieber Bruder, liebe Schwester, zu Allah zu flüchten, indem du die schlechte Umgebung, deinen schlechten Freundeskreis hinter dir lässt, wird dir Allah hoch anrechnen. Wird dir Allah hoch anrechnen. Und selbst wenn du es nicht ganz geschafft hast, Allah Ta'ala erkennt deine Absicht. Und er wird dich dafür belohnen, subhanallah. Also, die Hijra des Herzens zieht was nach sich? Die Hijra des Herzens zieht nach sich, dass ich als Muslim bereit bin, auch Menschen, die mich negativ beeinflussen, hinter mir zu lassen. Die Hijra des Herzens zieht nach sich, dass ich als Muslim bereit bin, Orte zu meiden, an denen ich schwach werden könnte und die eine Versuchung darstellen für mich als Mensch, für Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, es gibt Orte, meine lieben Geschwister im Islam, an denen sich ein Muslim nicht aufhalten sollte. Orte, wo er weiß, okay, das beeinflusst mich negativ.
Und diese Orte versuche ich als Muslim zu meiden. Orte, wo viel gesündigt wird. Und auch gerade in unserer Gesellschaft haben wir viele solche Orte, wo sehr viel gesündigt wird. Und ich als Muslim sollte versuchen, auf solche Orte zu verzichten. Warum? Weil sie mich nämlich negativ beeinflussen. Ob es Orte sind, wo viel Freizügigkeit ist. Oder ob es Orte sind, wo, weiß ich nicht, keine Ahnung, viele Sünden begangen werden, wie Alkohol getrunken wird, etc. Dass ich als Muslim sage, okay, ja, ich muss mich nicht unbedingt freiwillig an diesen Orten aufhalten. Warum? Weil mich nämlich diese Orte auch negativ beeinflussen können. Und es zwingt mich ja niemand, dort zu sein, an diesen Orten. Und ich weiß, es erfordert ein gewisses Opfer, dass ich manchmal bereit bin, auch auf solche Orte zu verzichten. Beispielsweise. Nehmen wir mal als Beispiel Urlaub. Es gibt viele, die gerade in den Sommerferien etc. in den Urlaub fahren. Nun gibt es viele, die fahren dann, sage ich mal, in Hotels, wo man von vornherein weiß, an diesem Ort werde ich die ganze Zeit über nur von Menschen umgeben sein, die halbnackt sind, wenn nicht sogar ganz nackt, und nur von Menschen umgeben sein, die Alkohol trinken und die Sinne machen oder Herzbilder. Ja? Ich weiß das von vornherein. Und ich weiß, Alhamdulillah, es gibt Alternativen, die islamisch sind. Halal-Hotels etc. Es gibt trotzdem viele Leute, die freiwillig an solche Orte gehen und sich dort eine Woche, 10 Tage, 2 Wochen freiwillig aufhalten, weil sie Urlaub machen möchten. Aber sie berücksichtigen nicht, wie negativ sich das auf ihre Herzen auswirkt. Wie negativ sich das auf ihre Herzen auswirkt. Und da muss ich auch als Muslim bereit sein zu sagen, okay, ich opfere mal. Ich begebe mich nicht freiwillig an einen Ort und zahle sogar noch Geld dafür, wo ich von vornherein weiß, dass ich nur von Sünden und Sündigern umgeben werde. Ja, und das ist eine Sache, die ebenfalls zu was gehört? Die ebenfalls zu einer Hijra gehört. Dass ich als Muslim versuche, auf bestimmte Orte zu verzichten, bei denen ich von vornherein weiß, dass ich hier in Versuchung geraten könnte. Das ist eine Form von Hijra. Und genau das haben die Sahabe gemacht, radhiyallahu anhum. Und unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, er hat von uns genau dies verlangt. Kennt ihr einen Hadith, wo unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam von uns Muslimen verlangt, dass wir bestimmte Orte meiden sollen, an denen gesündigt wird. Und dass es uns nicht erlaubt ist, als Muslim uns in solche Gesellschaften zu begeben. Freiwillig. Kennt ihr einen Hadith? Ja, obwohl es erlaubt ist. Das ist jetzt nicht verboten. Der Prophet sagt uns, sallallahu alaihi wa sallam, die besten Orte sind die Moscheen, die schlechtesten Orte sind die Märkte. Aber natürlich kann ich, als Muslim auf einen Markt gehen. Aber wenn, darf ich Allah nicht vergessen. Ja, zikr la ilaha illallah, wahdahu la sharika la. Ja, aber jetzt, wo es auch konkret wirklich ein Verbot gibt. Genau, barakallahu fiq. Ja, dass ich mich in eine Gesellschaft begebe und freiwillig mich dieser Gesellschaft, ich betone extra freiwillig, manchmal kommt man auch in Situationen, wo es nicht anders geht, aber ich sage, freiwillig mich in eine Gesellschaft aufhalte, wo Alkohol ausgeschenkt wird. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, ich darf mich nicht als Muslim an einen Tisch setzen, wo Alkohol ausgeschenkt wird. Das könnte man argumentieren, ja, aber ich trinke doch selbst keinen Alkohol. Ja, aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass du nicht in solchen Gesellschaften verkehren solltest als Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls. Er sagt im Koran, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Und diejenigen, welche sich von unnützen Gerede abwenden. إِعْرَاض. Ich wende mich ganz bewusst davon ab. Ich kann nicht sagen, ja, es ist nur eine Gesellschaft und ich will nicht irgendwie, sag ich mal, Einzelgänger sein. Nein. Als Muslim versuche ich, solche Orte zu meiden. So gut ich kann. Dass es manchmal Ausnahmen gibt, wo ich nicht anders kann. Wegen aus arbeitstechnischen Gründen etc. Das ist etwas anderes. Ich rede nicht über diese Ausnahmen. Ich rede jetzt über das Grundsätzliche, dass ich mich freiwillig als Muslim an solche Orte begebe. Das sollte ich nicht tun. Ich kann nicht am jüngsten Tag sagen, ja, ja, Allah, ich meine, das war Fitna gewesen. Aber Allah wird dann antworten, walakinnakum fatantum anfusakum. Ihr habt euch selbst der Fitna ausgesetzt. Subhanallah. Keiner hat dich gezwungen, das hinzugeben. Du hast dich selbst dieser Fitna ausgesetzt. Ja, und deswegen, zur Hijra des Herzens gehört dementsprechend was? Dass ich Orte meide als Muslim, bei denen ich von vornherein weiß, dass es Orte sind, die mich schwächen werden in meinem Iman. Orte sind, an denen gesündigt wird. Orte sind, an denen die Grenzen Allah subhanahu wa ta'ala überschritten werden.
Das ist ebenfalls eine Form von Hijra, welche ich als Muslim praktizieren sollte. Also, wir sehen, meine lieben Geschwister im Islam, die Hijra des Herzens ist zunächst erst einmal eine innerliche Einstellung. Ist mein Streben danach, dass ich Allah näher komme und dass ich versuche, Taube zu machen und alles hinter mir zu lassen, ja, was mich von Allah subhanahu wa ta'ala abbringt. Aber allein das reicht nicht aus, sondern das muss durch Taten bestätigt werden. Indem ich nämlich auch Orte meide und Personen meide, welche mich dann auch in dem schwächen, was ich tue. Und in meinem Ziel schwächen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wie gesagt, er hat uns aufgezeigt, diese Hijra, die kann man als Muslim immer praktizieren. Zu jeder Zeit und an jedem Ort. Und die sollte auch ein Muslim immer praktizieren. Und das Schöne ist, wenn ich das tue, wenn ich diese Hijra vollziehe mit meinem Herzen und meinem Körper, und wenn ich bereit bin, auf Dinge zu verzichten, ausschließlich für Allah subhanahu wa ta'ala, dass mir Allah ta'ala als Ausgleich dafür immer etwas Besseres geben wird. Immer. Immer dann, wenn du bereit bist, etwas zu unterlassen für Allah, wird dir Allah ta'ala als Ausgleich dafür etwas anderes, was noch viel besser ist, geben, als das, was du unterlassen hast. Kennt ihr Beispiele aus dem Koran oder aus der Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, die das bestätigen? Diese allgemeine Regel. Du unterlässt etwas und Allah gibt dir dafür etwas anderes. Zunächst erst einmal, bevor wir ein Beispiel nennen, dieser Hadith, der uns genau dies bestätigt. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا لِلَّهِ إِلَّا وَأَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ. Du unterlässt nichts für Allah, außer dass Allah subhanahu wa ta'ala dir als Ausgleich dafür etwas Besseres geben wird, als das, was du unterlassen hast. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, ja, er wird dir immer diesen Ausgleich geben. Aber dieser Ausgleich, und das ist das, was wir verstehen müssen, muss nicht immer materiell sein. Und dieser Ausgleich muss auch nicht sofort kommen, kann auch viel später kommen. Gut, kennt ihr ein Beispiel aus dem Koran oder aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, aus dem genau dies noch einmal verdeutlicht wird? Wo jemand bereit gewesen ist, für Allah zu opfern und Allah ta'ala ihm dafür etwas viel Besseres gegeben hat. Überleg mal. Denk mal nach. Ja. Was? Ich verstehe dich. Die Hijra. Ja. Nicht nur das, er hat nicht nur Medina bekommen, sondern Allah ta'ala, er hat ihnen, den Muhajirin, in jeder Hinsicht Ausgleich gegeben. Und zwar sogar materiellen Ausgleich. Sie haben erst einmal in Mekka alles zurückgelassen und subhanallah, am Ende haben sie alles zurückbekommen, auch im materiellen Sinne. Und noch viel, viel mehr. Und noch viel, viel mehr. Toll. Nehmen wir die Geschichte von Ibrahim a.s. Als er Ur, seine Stadt, in der er aufgewachsen ist, verlassen musste, da sagte er zu seinem Vater Folgendes. Nach diesem bekannten Gespräch zwischen Ibrahim a.s. und seinem Vater. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Und ich sozusagen werde mich von euch trennen und von dem, was ihr neben Allah anbetet. وَأَدْعُوا رَبِّي. Und ich werde Dua machen. Werde meinen Herrn bitten. عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًا. Vielleicht werde ich euch das Dua meines Herrn, ja, oder an meinen Herrn nicht mehr elend sein. Und jetzt hört mal zu. فَلَمَّا اَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Als er sie dann hinter sich gelassen hat. Und was sie neben Allah anbietet. Er hat seine Stadt verlassen, er hat seine Heimat verlassen, er hat seine Familie verlassen. Alles hat er zurückgelassen. Für Allah Ta'ala. Was hat ihm Allah gegeben? Guck mal, was Allah sagt. وَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. Haben wir ihm Ishaq und Ya'qub geschenkt. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. Allahu Akbar. Und jeden von beiden haben wir zu einem Propheten gemacht. Was für ein Ausgleich. Also Allah Ta'ala, er erwähnt das als Folge für seine Auswanderung. Meine Frage, wann bekam er denn Ishaq und wann bekam er Jakob?
Er hat als Jugendlicher seine Heimatstadt verlassen. Wann hat Allah Ta'ala ihm Ishaq geschenkt? In welchem Alter? Ungefähr. Circa 80 Jahre alt. Wenn nicht sogar älter. Das heißt, wie lange musste er warten, bis er einen Ausweis bekommen hat? Fast 60 Jahre. Aber der Ausweis, den er bekommen hat, ist ein besonderer Ausgleich. Er hat nicht einfach nur einen Sohn bekommen. Er hat einen Propheten als Sohn bekommen. Und nicht nur das, sondern von dieser Linie sind zig Propheten dann auf die Welt gekommen. Über diese Linie, über Ibrahim alayhi salam, Ishaq, und Ishaq hat dann wen bekommen? Jakob, und Jakob hat wen bekommen? Yusuf alayhi salam. Und unser Prophet sallallahu alayhi wa sallam, er nennt diese goldene Kette, ja, nennt er Al-Karim ibn Karim ibn Karim ibn Karim, subhanallah. Der Edel, der Sohn des Edlen, der Sohn des Edlen, der Sohn des Edlen. Ja, was für eine Kette, subhanallah, stell dir mal vor, ja. Dein Vater ist ein Prophet, dein Großvater ist ein Prophet und dein Urgroßvater ist der, sozusagen, der Prophet überhaupt, Ibrahim alayhi salam. Was muss das für eine Kette sein, subhanallah? Ist das nicht ein Ausgleich? Wallah, das ist mehr als ein Ausgleich, oder? Allah Ta'ala, er hat ihm diesen Ausgleich gegeben. Es hat lange gedauert, es kam nicht sofort. Aber der Ausgleich war gewaltig gewesen. Es ist kein Ausgleich im materiellen Sinne. Es ist nicht Geld gewesen, Gold gewesen, was er bekommen hat. Aber er hat einen frommen Sohn bekommen. Und das müssen wir immer wieder vor Augen haben. Wenn wir bereit sind, meine lieben Geschwister, Hijra zu machen, zu Allah, zu opfern für Allah, zu verzichten für Allah, seid euch sicher, meine lieben Geschwister, der Ausgleich wird kommen. Früher oder später. Du wirst es vielleicht nicht sofort sehen. Du musst vielleicht Geduld haben, aber der Ausgleich wird kommen. Und das Materielle, sei mal dahingestellt, das Materielle ist erst einmal unwichtig. Weil wallahi, egal wie viel Materielles du hast, es wird dich weder glücklicher noch unglücklicher machen. Es ist ein Mittel, Alhamdulillah, wenn es kommt, dann Alhamdulillah, wir sagen nicht nein. Wir sind dankbar für alles, was Allah uns gibt. Und es hilft einem im Leben, es macht einem das Leben leichter, aber es macht dich nicht glücklicher. Glaub mir. Das sagt jeder. Geld kann nicht glücklich machen. Geld ist ein Mittel, nicht mehr. Und dieses Mittel kann dich weder glücklich noch unglücklich machen. Es kann dir nur dein Leben erleichtern. Es kann dir nur dein Leben erleichtern. Wahres Glück liegt in anderen Dingen. Und diese Dinge, die wird dir Allah geben, sobald du bereit bist zu verzichten auf etwas für Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ermöglichen, eine Hijra zu ihm zu machen, mit unserem Herzen, mit unserem Körper. Möge Allah ta'ala uns vor schlechtem Einfluss, vor dem Einfluss schlechter Freunde, vor dem Einfluss einer schlechten Umgebung bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns festigen auf diesem Weg. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Liebe zu ihm und zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam stärken. Amin ya Rabbil Alamin. Habt ihr noch Fragen, meine lieben Geschwister, zu unserem heutigen Thema? Oder auch vielleicht allgemeine Fragen? Ist Fragen online? Ja, bitte. Darf man Handy auf Vertrag nehmen? Oder darf man ein Handy über Vertrag kaufen? Darf man ein Handy mit einem Vertrag kaufen? Das kommt ganz auf die Vertragsbedingungen an. Das kann man nicht verallgemeinern, wenn das die Vertragsbedingungen islamisch gesehen bedenkenlos sind, kannst du es kaufen. Wenn nicht, dann nicht. Es kommt ganz eindeutig auf den Vertrag an. Das kann ich jetzt so allgemein nicht beantworten. Aber grundsätzlich erst einmal, wenn du, sage ich mal, einen Vertrag machst, wo du monatlich eine Gebühr zahlen musst und dann ist da auch automatisch in diesem Vertrag ein Handy mit drin, ohne dass du irgendwelche Zinsen zahlen musst, ist das unproblematisch. Wenn alles klar und deutlich ist, ist das unproblematisch. Problematisch wird es dann, wenn dir von dir irgendwelche Zinsen für einen Kredit beispielsweise, den du bei einer Bank aufnehmen musst, ja, beispielsweise durch eine Finanzierung, ja, dann wird es problematisch. Aber allein, dass du einen Vertrag machst, ja, und in diesem Vertrag dann automatisch auch ein Handy mit inbegriffen ist,
ja, was du dann sozusagen gemeinsam mit den Handygebühren monatlich abzahlst, das ist an sich meines Wissens unproblematisch, wallahu a'lam. Aber das muss man im einzelnen Fall dann selbst überprüfen. Na. Nächste Frage. Bisschen länger. Der Mann muss ja seine Aura bedecken. Muss er die Lebtisch nur bedecken, also so, dass man keine Haut liegt zwischen Bauchnabel und den Knien? Oder muss er auch wie die Frau weiter Klamotten tragen, damit man zum Beispiel die Form des Gewebes der Oberschenkel und andere Körperteile der Aura erkennt? Grundsätzlich sollte ein Mann ebenfalls nicht zu eng anliegende Kleidung tragen wie eine Frau. Das heißt, eine Hose, ja, welche, sage ich mal, nicht zu sehr eng anliegt, ja, das ist in jedem Fall makruh für einen Mann, weil, wie gesagt, dadurch dann auch die Körperteile besonders betont werden und besonders zum Vorschein kommen. Und deswegen sollte auch ein Mann bestrebt sein, ja, dass er diesen, sage ich mal, Bereich, ja, erstens bedeckt hält und zweitens nicht zu eng anliegende Kleidung trägt. Ja, aber es ist nicht ganz so, sage ich mal, streng wie bei einer Frau. Es ist nicht ganz so streng wie bei einer Frau, ja, wo dieser Teil besonders, sage ich mal, dann auch bedeckt sein sollte und auch nicht in keiner Weise dann auch die Körperteile zum Vorschein kommen sollten. Wallahu a'lam. Na. Bitte. Inwiefern ist das sinnlose Gerät schädlich für einen Muslim? Und ist sinnloses Gerät eine Sünde? Was gehört alles zu sinnlosen Geräten? Wie kann man am besten davon wegkommen? Wie kann man von sinnlosen Geräten wegkommen? Also sinnloses Gerät, es kommt darauf an, was du genau redest. Wenn es etwas ist, wo du Grenzen überschreitest, wie dass du dich lustig machst über Menschen oder Menschen verspottest oder anfängst zu lästern, dann ist es natürlich eindeutig haram. Gar keine Frage. Ist es jedoch, sage ich mal, sinnloses Gerede in dem Sinne, dass es halt Themen sind, die nicht wirklich, von denen ich nicht profitiere oder wo ich halt Quatsch mache, weiß ich nicht was, aber alles in einem Rahmen, dann ist es nicht verboten. Es ist lediglich dann je nachdem, ob ich übertreibe oder nicht, dann wenn überhaupt makruh oder es ist mubah, ja, aber ich sollte davon dann sozusagen nicht zu viel machen, so, und es sollte mich nicht ablenken von wichtigeren Dingen. Ja, also, jede Sitzung, die ich führe, sollte immer eine Sitzung sein, wo ich erstens die Grenzen Allahs einhalte. Das ist das Wichtigste von allem. Und zweitens, wo ich mindestens einmal Allahs gedenke. Mindestens einmal. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, es gibt keine Sitzung, wo nicht der Name Allahs erwähnt wird oder in der nicht der Name Allahs erwähnt wird, außer dass die am jüngsten Tag für diese Leute Tira ist, also wie eine Art sozusagen Last sein wird. Ja? Sie wird eine Last sein für diese Menschen am jüngsten Tag. Und die Menschen, sie werden bereuen, diese Sitzung gesessen zu haben. Und sie müssen dafür Rechenschaft ablegen. Und deswegen, in einer Sitzung sollte immer mindestens einmal Allahs gedacht werden. Ja? Und man kann das ganz leicht machen, indem man sich daran gewöhnt, jede Sitzung abzuschließen mit den Worten Subhanakallahumma wa bihamdik. Und dann noch mit Surat al-Asr. Und Asr, inna al-insana lafi khusr. Egal, was für eine Sitzung. Kann auch einfach eine Vorstandssitzung sein. Es kann einfach eine Sitzung mit Freunden sein, wo man sich über Gott und die Welt unterhält. Ja, auch lustige Sitzungen, etc. Versucht diese Sitzung immer abzuschließen mit mindestens einmal Dhikr. Dass ich Allahs gedenke. Ja, damit Allah subhanahu wa ta'ala diese Sitzung von mir akzeptiert. Und auch mir meine Fehler, wenn ich sie in dieser Sitzung begangen haben sollte, dann vergeben werden in dieser Sitzung. Na, habt ihr noch Fragen? Liebe Geschwister, ihr habt. Frage zum islamischen Gehen. Wie ist die beste Frage, wenn man jemanden zum Beispiel ansprechen oder zu einem Mittelsmann geht, wie zum Beispiel mit dem Scher, als man jemanden Kinder möchte, zu heiraten, zum islamischen Gehen? Eine Frage bezüglich des Kennenlernens zwischen Mann und Frau. Wie sollte man da vorgehen? Es gibt nicht die eine Methode. Es gibt nicht die eine Methode. Aber das, worauf man achten muss, ist, dass man bestimmte Grenzen einhält. Das erstmal grundsätzlich. Sprich, dass ich mit dieser Frau, die ich kennenlernen möchte, keine Chalwa begehe. Das heißt, ihr mich nicht an einen Ort allein begebe. Dass ich grundsätzlich versuche, dann bei diesem Kennenlernprozess
mich auf das Mindeste zu beschränken und es nicht zu übertreiben. Optimal ist, dass man versucht, dann vielleicht über einen Mittelsmann, eine Mittelsfrau, dann erstmal anzufragen, ob diese Person überhaupt Interesse hat, ob sie überhaupt noch zu vergeben ist oder ob sie nicht zu vergeben ist. Und dann zu sagen, vielleicht ein Treffen, ja, oder zwei oder drei Treffen, je nachdem, dann in, sage ich mal, Anwesenheit von einer dritten Person, ja, auch dann zu organisieren, wo man sich vielleicht erstmal aufs Erste kennenlernen kann, ob überhaupt Interesse besteht, um dann auch das Ganze offiziell zu machen. Ja, das ist so das, sage ich mal, Beste, was man machen kann, ja, und am optimalsten wäre eigentlich, ja, dass man das dann gleich auch wirklich im, also mit der Zustimmung der Familie macht, der Frau. Das wäre sozusagen wirklich am optimalsten. Das geht nicht immer, zu unterschiedlichsten Gründen, ja, aber grundsätzlich wäre das eigentlich der beste Weg. Wäre das eigentlich der beste Weg. Ja, aber egal wie, am Ende darf man bestimmte Grenzen nicht überschreiten. Ja, und darauf sollte man als Muslim Acht geben. Ja, und kann ich immer nur empfehlen, wenn jemand, sage ich mal, dieses Interesse hat, ja, dann soll er sich entweder vielleicht, weiß ich nicht, an jemanden wenden, der vielleicht Kontakt zu den Schwestern hat, über seine Frau, wie auch immer, den Imam der Moschee, wie auch immer, sagen, guck mal, könntest du nicht für mich mal nach dieser Schwester fragen, ob sie überhaupt, sage ich mal, schon vielleicht verlobt ist, nicht verlobt ist. Geht auch für Schwestern, können sie genauso machen, umgekehrt auch fragen. Ich meine, Khadija radhiyallahu anha hat er selbst gefragt, ja. Und dass man da anfragt, das ist überhaupt kein Problem. Und grundsätzlich, ja, ist es wichtig, dass man hier auch, sage ich mal, sich gegenseitig unterstützt, weil es ohnehin schon sehr schwierig ist für praktizierende Muslime, sich auf vernünftige Weise kennenzulernen. Und da ist es wichtig, dass man sich gegenseitig was? Sich gegenseitig diesbezüglich dann versucht auch zu unterstützen. Und es ist auch nicht falsch, dass wenn beispielsweise eine Schwester kennt, die heiraten möchte, dass sie auch nachfragt für diese Schwester, ja, und vielleicht auch Kontakt dann vielleicht zum Imam der Moschee aufnimmt, guck mal, die Schwester möchte heiraten, ja, kennst du nicht einen Bruder, der vielleicht in Frage kommen könnte, dass man da vielleicht mal ein Kennenlerntreffen macht oder umgekehrt, ja, weil viele, ich weiß, dass es viele gibt, die darunter leiden, auch viele Schwestern, auch viele Brüder, die darunter leiden, und wenn niemand weiß, dass diese Schwester oder dieser Bruder heiraten möchte, ja, wie soll man dann auch bitteschön dann für ihn jemanden finden? Das ist schwierig. Es ist schwierig. Ja, und deswegen muss man da auch eine gewisse Offenheit haben. Und es ist nicht schlimm, wenn man das äußert. Ja, und wenn man auch fragt und wenn man sucht, ist es eher etwas Gutes. Ja, und da sollte man sich unterstützen, gegenseitig, in der Hoffnung, dass man dann, inshallah, die richtige Person für diese Schwester oder für diesen Bruder findet, inshallah. Ja, wie ist denn alles so schön? Und falls grundsätzlich jemand, sage ich mal, sagt, ich brauche Unterstützung, egal von den Brüdern oder von den Schwestern, ja, dann kann er sich gerne an mich wenden. Ich kann nicht versprechen, dass ich jemanden habe, ja, oder dass ich da vermitteln kann, aber zumindest, wenn man es weiß, wenn dann irgendwann einmal vielleicht eventuell jemand dann sagt, okay, der könnte passen, dann kann man dann versuchen zu vermitteln, inshallah, und über Allah, vielleicht mal. Na. Kommen weitere Fragen. Ja. Yeah. Assalamu alaikum, manche sprechen die Bestfalle laut aus vor der Al-Fatiha, manche leise, woran liegt das? Und was ist das Wichtige? Denn die Bestfalle in der Al-Fatiha ist ja auch eigentlich eine Eier. Manche sprechen die Bestfalle im Gebet laut aus, manche die Bestfalle im Gebet leise bei der Al-Fatiha. Was ist richtig? Es ist schwierig zu sagen, was richtig ist und was falsch ist. Ich kann nur sagen, es gibt unterschiedliche Meinungen innerhalb der Rechtsschulen, der Madhhab. Und zwar, dass grundsätzlich die Al-Fatiha nach den meisten Gelehrten in jedem Fall ausgesprochen werden muss, außer nach den Malikiten, weil sie Al-Basmala nicht für eine Ayah von Surat Al-Fatiha halten. Aber nach den anderen muss sie ausgesprochen werden. Nur die Frage ist die, ob sie laut rezitiert werden muss im lauten Gebet oder leise rezitiert werden muss. Und da gibt es unterschiedliche, wie gesagt, Belege. Die Schafi'iten sagen, man muss Basmala laut rezitieren, laut aufsagen, während die Hanafiten sagen, man spricht, und die Hanbaliten, man spricht die Basmala leise aus dem Gebet. Ja, und die stützen sich auf unterschiedliche Belege. Man kann schwer sagen, das ist das einzig Richtige, das ist das einzig Falsche, sondern die Belege sind nicht eindeutig und deswegen sind die Gelehrten auch zu unterschiedlichen Auffassungen gelangt. Na, bitte. Haben Sie einen Rat oder
Ein Rat und eine Nasiha, wie man mit Andersgläubigen diskutiert und ob man es überhaupt tun sollte. Also grundsätzlich kannst du natürlich mit auch Nicht-Muslimen diskutieren. Es ist immer nur die Frage, erstens, wie gut bist du in der Diskussion? Das heißt, einen Fehler, den einige Geschwister machen, ist, sie lassen sich auf Gespräche ein mit Leuten, die mehr Wissen haben als sie. In bestimmten Bereichen. Nur weil ich Muslim bin, heißt es nicht, dass ich alles weiß. Beispiel. Es gibt Leute, die fangen an, mit jemandem, der Biologie studiert hat, über die Evolutionstheorie zu diskutieren. Und du selbst hast keine Biologie studiert. Kennst dich also nicht wirklich aus. Du hast nur allgemeine Informationen, wenn überhaupt. Wie willst du mit so jemandem, bitteschön, diskutieren? Er wird dich natürlich mit Argumenten schlagen können, wenn du keine Ahnung hast. Und deswegen würde ich mich niemals darauf einlassen. Und ich würde allgemein sagen, wir Muslime glauben das und jenes. Ja? Und Punkt. Ja? Ganz einfach. Ja? Ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, weil ein Biologe, jemand, der Naturwissenschaften oder Ähnliches studiert hat, der wird mich mit Argumenten natürlich schlagen können, weil ich mich in dieser Thematik überhaupt nicht auskenne. Ich habe nur oberflächliches Wissen, aber kein tiefgründiges Wissen. Ja? Ich kann ihn vielleicht auf vielleicht bestimmte Sachen verweisen. Sag, guck mal, kannst du auch hier nachlesen, etc. Ja, aber das ist erst einmal unsere Haltung als Muslim. Ich kann allgemein sagen, es gibt bei uns zwei verschiedene Herangehensweisen. Es gibt einmal die rein kreationistische Herangehensweise, dass Gott sozusagen im Grunde genommen direkt die Lebewesen erschaffen hat. Und dann gibt es auch die Herangehensweise, die auch einige muslimische, sage ich mal, Intellektuelle vertreten. Und zwar die eines intelligenten oder gelenkten Evolution. Das heißt, ja, mit anderen Worten, ja, dass Allah Ta'ala zwar die Dinge leitet und bestimmt hat, aber dass er das getan hat über eine Evolution. Das heißt, es gibt eine Evolution, aber sie ist gelenkt. Eine intelligente Evolution, die von einem intelligenten Wesen, also von Allah Subhanahu wa Ta'ala, dann gelenkt wurde. Ja, das kann man erstmal grundsätzlich sagen. Aber wir als Muslime gehen davon aus, dass Allah Ta'ala, wie es der Koran sagt, Adam direkt erschaffen hat. Das ist für uns kein Widerspruch. Ja, das ist für uns kein Widerspruch. Und dann kann ich verweisen auf, sage ich mal, Leute, die sich dann damit auskennen. Ja, das ist ganz wichtig. Ja, also ich muss immer auch meine Grenzen kennen. Oder beispielsweise, wenn es um Gender-Debatten geht, Homosexualität etc. Ja, wenn ich merke, ich komme mit meiner, sage ich mal, ich stoße hier auf, sage ich mal, Unverständnis in der Klasse zum Beispiel. Oder ich bin an der Uni im Kurs. Und ich merke, ich kann nicht wirklich gut argumentieren. Ich kenne mich mit dieser ganzen Gender-Thematik nicht wirklich aus. Ich habe zwar so für mich meine Meinung als Muslim, dass das nicht in Ordnung ist etc. Ja, und dass es eigentlich falsch ist. Aber ich habe mich nicht wirklich intensiv mit dieser Debatte auseinandergesetzt. Und wenn ich jetzt anfangen würde zu argumentieren, dann würde ich sehr schwach argumentieren. Dann diskutiere ich lieber gar nicht. Ich bin lieber still. Sag einfach, ja, ich sehe das ein bisschen anders, aber möchte jetzt darüber nicht wirklich im Detail sprechen. Punkt. Oder äußere mich nicht dazu. Das ist auch nicht schlimm. Ich muss nicht Experte in allen Bereichen sein. Das geht nicht. Und das ist das, was man von Muslimen immer wieder verlangt. Ja, sobald es irgendwo einen Terroranschlag gab, muss jeder Muslim in der Klasse sozusagen hier, wie sagt man, Rede und Antwort stehen. Nein, musst du nicht. Nur weil du Muslim bist, heißt doch lange nicht, dass du deswegen Terrorismusexperte bist. Oder? Ja? Kann doch keiner von dir verlangen. Und natürlich, ich als, sage ich mal, Schüler mit 15 Jahren, ja, soll gegen einen Lehrer argumentieren, der, sage ich mal, 30 Jahre älter ist als ich, der studiert hat, ist halt, funktioniert doch gar nicht. Er hat doch mehr Wissen, automatisch. Ja? Und ich muss einfach als Muslim meine Grenzen kennen. Ja? Und dann kann ich über alles diskutieren. Kann meine Meinung äußern und sagen, guck mal, ich sehe das so und so, aber ich bin kein Experte auf diesem Gebiet. Ja? Und so, sage ich mal, glaube ich auch, dass man dann auch eine sehr gute Grundlage hat, um zu argumentieren. Weil dann zeigst du auf, du hast auch Grenzen, du bist zwar davon überzeugt, aber bist kein Experte auf diesem Gebiet. Und wenn jemand sich mehr damit beschäftigen soll, möchte, dann soll er sich dann mit muslimischen Experten auf diesem Gebiet auseinandersetzen, die ihm dann auch sicherlich Argumente liefern können. Ja, also es gibt Argumente, nur ich kenne sie nicht, das ist der Unterschied, verstehst du? Und es gibt ja eine Geschichte von einem Mann, der ist Experte, der hat sich spezialisiert auf den christlich-islamischen Dialog. Das ist Sheikh Dr. Munqas al-Sakkar,
der hat eine Geschichte erzählt, und zwar von einer, ich glaube er oder jemand anderes, aber auf jeden Fall einer, der sozusagen immer wieder auch Debatten mit christlichen, weiß ich nicht, Priestern und auch Geistlichen führt. Und sehr, sehr gut, auf sehr hohem Niveau. Und er meinte, einmal hat ihn dann sozusagen eine muslimische Frau aus den USA, soweit ich mich entsinnen kann, dann gefragt, guck mal, Sheikh, weiß ich nicht, ich werde eine Debatte führen mit einer Christin, da kannst du mir nicht ein paar Informationen geben. Und er hat ihr davon abgeraten. Er hat gesagt, guck mal, Schwester, wenn du nicht wirklich in dieser Thematik drin bist, rate ich dir davon ab, diese Debatte zu führen, weil Debatte heißt ja auch, du machst es vor anderen Leuten. Sie war aber so überzeugt gewesen, dass sie das gemacht hat, aber es im Nachhinein dann bereut hat. Nicht, weil wir als Muslime keine Argumente hätten. Wir haben sehr starke Argumente, Alhamdulillah, das ist nicht das Problem. Nur sie selbst hat diese Argumente nicht. Was bringt das dann? Verstehst du? Das heißt, sie kann diese Argumente nicht richtig wiedergeben. Sie kann nicht gut argumentieren. Ebenfalls, ja, nicht jeder kann Debatten führen. Es kann sein, dass jemand Experte auf einem Gebiet ist, aber er kann keine Debatten führen. Er ist nicht gut, sage ich mal, im Debattieren. Ich kann euch eine eigene Erfahrung geben für mich selbst. Ja, ich war ja einmal bei dieser Günther Jauch-Show gewesen. Ja, Günther Jauch, das ist schon einige Jahre her. Und ja, ich habe mir auch überlegt, soll ich hingehen, soll ich nicht hingehen? Ich habe mir gesagt, geh mal hin. Und mir wurde auch unter einem falschen Vorwand wurde ich eingeladen. Als Experte für Extremismus, jemand, der sozusagen eigentlich jemand, der versucht, Jugendliche zu deradikalisieren, wurde ich eingeladen. Aber die haben mir eine Falle gestellt. Ja, so dass am Anfang, am Ende ich der Extremist war. Ja, und ich hatte nicht die Erfahrung gehabt. Und wozu hat das geführt? Dass ich dann sehr schwach rüberkam. Ja, und ich dementsprechend auch nicht nochmal machen würde. Einfach aus dem Grund, weil ich weiß, okay, nur weil ich jetzt vielleicht mich, sage ich mal, in meiner Religion einigermaßen auskenne, heißt das noch lange nicht, dass ich gut Debatten führen kann. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und in einer Talkshow geht es auch nicht darum, wer klüger ist oder wer mehr Wissen hat als der andere oder was richtig ist oder was falsch ist, sondern es geht darum, wie kann ich argumentieren. Und das ist eine Kunst für sich. Das heißt, es kann jemand sein, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, aber der kann gut argumentieren und gut reden. Der wird denjenigen besiegen, der Experte auf seinem Gebiet ist, ja, der aber nicht gut reden kann und nicht gut argumentieren kann. Und dann kommt das so rüber, als hätte der Experte keine Ahnung. Subhanallah. Ja? Also diese Debattierkunst ist eine Kunst für sich. Die kann nicht jeder. Und muss auch nicht jeder können. Ja? Und deswegen, wir sehen das bei Politikern. Politiker, wenn sie ein Interview führen, die reden immer um den heißen Brei, oder? Wenn sie auf eine Sache keine Antwort haben und ganz genau wissen, okay, jetzt versucht mich der Journalist hier in die Ecke zu drängen, die wechseln einfach das Thema. Die haben das gelernt, subhanallah. Die haben das ganz bewusst in Kursen gelernt. Das ist nicht irgendwie, das lernen die wirklich ganz bewusst in Kursen. Die haben Debattierkurse. Die haben Kurse, ja, das lernen sie in den Parteien, so wird es finanziert, ja. Die lernen wirklich, wie man argumentiert, wie man, sage ich mal, eine Frage beantwortet von einem Journalisten, die kritisch ist, etc. Die lernen ganz genau. Und die gehen plötzlich auf eine ganz andere Thematik ein. Und du merkst das gar nicht so, Fahrer. Aber jemand, der versteht, ja, der weiß ganz genau, der hat jetzt hier einfach nur einen Trick angewendet. Und deswegen nochmal, ja, also ganz wichtig, ja, ich muss nicht als Muslimin und als Muslim über alles diskutieren können. Ich kann es, wenn ich von mir selbst sicher bin, dass ich mich gut auskenne in diesem Gebiet und gut argumentieren kann. Wenn ich es aber nicht kann, dann sage ich, ich möchte darüber nicht reden. Punkt. Ich muss ja auch nicht von jedem Christen verlangen, dass er Experte fürs Christentum ist, oder? Stimmt? Ich muss auch nicht von jedem Deutschen verlangen, dass er Experte in Germanistik ist. Ja, dann würden, glaube ich, viele durchfallen. Wenn ich jetzt jeden Deutschen fragen würde nach deutscher Geschichte, bin mir sicher, dann würden viele durchfallen. Das heißt, nur weil ich Deutscher bin, heißt noch lange nicht, dass ich mich in deutscher Geschichte auskenne, oder? Ja? Nur weil ich Araber bin, bin ich noch lange kein Arabist. Und das müssen wir verstehen. Ja, und da muss jeder seine Grenzen selbst kennen. Aber grundsätzlich kannst du. Aber du musst wissen, worüber und wie weit. Na, dann rede kurz. Wisst ihr, ich habe zu lange geredet. Ja? Jemand anderes hätte es jetzt alles kurz gefasst in zwei Sätzen und ich muss hier um den heißen Brei reden. Ja. Deswegen nehme ich an solchen Debatten nicht teil. Ja. Bitte. Wieder drei Fragen. Ja, bismillah. 13 drei Fragen. Allah barakatillah. Das nervt, das ist so schlechte Akustik heute. Die erste Frage, ist es auch Hijra, wenn man von etwas Erlaubtem ablässt, das einen Nutzen bringt?
Vielleicht ist eine Tätigkeit oder ein Mensch, weil man denkt, weil man merkt von Allah, dass es vernachlässigt. Natürlich ist es eine Form von Hijra. Der Bruder fragt und die Schwester, ist eine Hijra, wenn ich auf etwas Erlaubtes verzichte, weil ich merke, das bringt mich nicht wirklich weiter. Natürlich. Alles, was du für Allah unterlässt, ist eine Form von Hijra. Alles, was du bereit bist, für Allah zu unterlassen, ist eine Form von Hijra. Und für manche gibt es nichts mehr, was Haram ist, was sie unterlassen können. Und dementsprechend unterlassen sie Dinge, die erlaubt sind, aber die sie nicht wirklich weiterbringen in ihrem Leben. Das sind dann Stufen, subhanallah. Deswegen, es gibt eine schöne Aussage von einigen Gelehrten, die gesagt haben, Hasanat al-Abrar Sayyiat al-Muqarrabin. Was heißt das? Hasanat al-Abrar Sayyiat al-Muqarrabin. Die guten Taten der Frommen sind die schlechten Taten der Allah Nahestehenden. Die guten Taten der Frommen sind schlechte Taten für diejenigen, die Allah nahestehen. Ja? Was heißt das? Das sind Stufen. Der eine denkt so, oh, das, was er jetzt gemacht hat, ja, schon eine gute Tat gewesen. Aber jemand, der Allah wirklich sehr nahe steht, für den ist das schon fast so eine Beleidigung. Ja. So wenig würde ich niemals tun. Hätte beispielsweise jemand, weiß ich nicht, betet zwei Raka in der Nacht, aber ohne Khushu, ohne irgendetwas und denkt so, Alhamdulillah, ich habe zwei Raka gebetet, mashallah, ich bin ein guter Muslim. Ja. Und dann jemand, der Allah wirklich nahe steht, sagt, ich würde mich schämen, mit solchen zwei Raka vor Allah zu stehen. Wenn er betet, dann weint er und weiß ich nicht was. Ja, das ist dann ein Unterschied zu Allah. Ja. Nein, da gibt es halt dann was. Stufen. Und wenn ich schon so weit bin, dass ich sogar auf Dinge verzichten kann, die erlaubt sind, nur weil sie mich nicht wirklich weiterbringen, dann, Alhamdulillah, habe ich schon eine sehr hohe Stufe erreicht. Nächste Frage. Darf ein Muslim sich die Haare und den Bart färben, wenn ja, welche Farbe? Darf ein Muslim sich die Haare und den Bart färben? Ja, darf er. Das ist sogar in der Sunna verankert. Und zwar, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass man sich seinen Bart mit Henna färben soll und sich somit von den Muschrikin unterscheiden lassen soll. Unterscheiden soll. Aber das Einzige, was der Prophet auch so verboten hat, ist die Farbe schwarz bei Männern. Ist die Farbe schwarz bei Männern. Ujtanibus sawad. Ja? Nur in Ausnahmesituationen, wie beispielsweise, wenn es damals, da muss man natürlich unterscheiden, damals war das natürlich anders gewesen, stand sich Feind, dem Feind gegenüber und da war es erlaubt gewesen, zum Beispiel, dass dann die Soldaten oder die Kämpfer ihre Haare schwarz färben, um jung auszusehen, wo sie schon älter sind, ja, um dem Feind sozusagen dann hier zu sagen, ja, wir sind noch eine junge Armee, obwohl wir schon auf Krücken laufen, aber wir sind eine junge Armee. Ja? Und das ist dann die Ausnahme. Aber sonst grundsätzlich soll man, sage ich mal, nicht schwarz verwenden. Na. Und die letzte Frage. Darf man als Oberfahrer arbeiten, dann heißt es, wer lässt sich halt die Frauen starten und darf man Leute vom Flug abholen? Darf man als Oberfahrer arbeiten oder als Taxifahrer oder Fahrer? Und grundsätzlich ist es natürlich eine erlaubte Arbeit, gar keine Frage. Aber es ist eine Arbeit, wo ich mich auch selbst schützen muss. Es ist eine Arbeit, wo ich auch mich leicht der Fitna aussetzen kann. Das muss ich einfach wissen. Und deswegen muss ich mir überlegen, auch vielleicht als Taxi- oder Uberfahrer, zu welchen Zeiten möchte ich arbeiten, etc. Und vielleicht dann gerade in Stoßzeiten, wo Partyleute dann vermehrt, dann sage ich mal, sich ein Uber bestellen oder ein Taxi bestellen, dass ich vielleicht gerade diese Stoßzeiten vermeide, um dann an normalen Zeiten zu arbeiten, um mich halt vielleicht selbst zu schützen. Ja, ich bin kein Uberfahrer, aber ich habe das gehört schon von einigen Brüdern, die arbeiten in diesem Bereich. Ja, und die sagen, es gibt so bestimmte Zeiten, wo es dann verhäuft vorkommt. Da muss ich mir überlegen, okay, will ich gerade zu diesen Zeiten arbeiten, wo ich dann vielleicht mich selbst der Fitna aussetze oder nicht? Ja, aber ich kann es deswegen nicht verbieten. Ich kann es deswegen was? Nicht verbieten, weil erst einmal ist es ja eine erlaubte Arbeit grundsätzlich. Ja, dass ich jemanden von A nach B fahre. Ja, was ich aber nicht tun dürfte, wäre zum Beispiel, wenn jemand kommt und sagt, können Sie mir nicht sagen, wo dieses Bordell ist oder weiß ich nicht was. Da muss ich dann sagen, tut mir leid, da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Ja, dass ich da sozusagen nicht bewusst jemanden, sage ich mal, zu einem Bordell oder weiß ich nicht, zu einem halt Ort, wo Verbotenes getan wird, fahre. Aber grundsätzlich, ich bin erstmal nicht dafür verantwortlich, wohin ich eine Person fahre. Das kann ja auch sein, dass sie genau dahin will, aber woanders sind. Weiß ich nicht, wohnt vielleicht dort oder wie auch immer. Ja, das ist ja nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen. Aber es ist eine Arbeit, wo ich auch verhäuft dann in Situationen gerate, die vielleicht ja für mich nicht so schön sind und wo ich dann als Muslim dann auch Vorkehrungen für mich selbst treffen sollte. Allahu a'lam. Ja, aber zu verbieten, halte ich für schwierig. Und wir wissen ja, subhanallah, es gibt viele, viele Muslime, die ja gerade diese Arbeit machen, weil sie sonst keine andere Arbeit finden. Ja. Sie finden sonst keine andere Halal-Arbeit.
Ja, es ist leider so. Es gibt viele ungelernte Muslime, die keine Ausbildung haben. Dem bleibt nichts anderes, sondern entweder arbeiten sie in einem Restaurant und da ist häufig was mit dabei, Schweinefleisch etc. Ja, oder sie arbeiten als Taxi oder Uberfahrer. Ja, da gibt es nicht viele Möglichkeiten. Ja, und zu sagen, dann ist es haram, ist natürlich schwierig. Nein, bitte. Bezüglich der Hinten, der was? Meintest du das gelenkte Revolution? Meintest du, das ist eine gelehrte Meinung? Es gibt muslimische Denker, einige, das ist nicht die Meinung, die ich vertrete, aber es gibt muslimische Denker, einige, die gesagt haben, der Koran erschließt nicht eine Evolution im Sinne von Evolution, dass es sozusagen eine Entwicklung in der Schöpfung gab, aus. Aber was er ausschließt, ist, dass das durch Zufall entstanden ist. Dass das durch was? Durch Zufall entstanden ist. Sondern wir Muslime sagen, dass so etwas nicht durch Zufall entstehen kann, sondern nur durch einen Schöpfer. Das heißt, unabhängig davon, ja, ob, jetzt sage ich mal, ich davon ausgehe, dass die Tiere oder die Lebewesen direkt erschaffen wurden von Allah subhanahu wa ta'ala. Oder ob ich sage, es gab eine Entwicklung. Ja? In beiden Fällen sage ich jedoch, das kann nur geschehen sein durch was? Durch einen Schöpfer. Und deswegen auch gelenkt. Das heißt, Allah ta'ala, er hat die Schöpfung so erschaffen. Ähnlich wie die Himmel und die Erde. Ja? In 6 Tagen sozusagen, eine Abfolge, ja, hatte er dann auch sozusagen die Lebewesen auf dieser Erde, ja, erschaffen in einer gewissen Entwicklung. Aber er hat es erschaffen. Das ist der Unterschied dann zu den Darwinisten, die sagen, das ist alles durch was? Durch Zufall entstanden. Durch natürliche Auslese. Ja, das stärkere Lebewesen sozusagen überlebt und das Schwächere stirbt dann aus. Ja, das ist dann sozusagen der Unterschied. Ja, das ist umstritten, diese Meinung. Die ist umstritten, aber sie gibt es. Es gibt schon einige Denker, es gibt einige, die sich, ich habe jetzt keine Namen im Kopf, weil hier ist auch nicht mein Spezialgebiet. Nein, das ist ja grundsätzlich die Idee der Evolutionstheorie, die ist ja erst durch Darwin in die Welt gesetzt worden. Also deswegen kann es sie gar nicht früher gegeben haben. Ja, es gibt nur sozusagen dann die Überlegung, okay, könnte es sein, dass es zwar vielleicht diese Grundidee einer Evolution gibt, aber durch Allah gelenkt, ja? Oder könnte das nicht sein? Es gibt, wie gesagt, viele, die sagen, nein, das kann nicht sein. Allah hat es direkt erschaffen. Und es gibt einige, die das zulassen. Einer derjenigen, die das sehr gut erklären und auch darauf eingehen, der auch nicht diese Meinung vertritt, ist bekannter, sage ich mal, er ist selbst Biologe, heißt Iyad al-Qunaybi. Sehr, sehr gute Videos. Die sind auch teilweise ins Deutsche übersetzt mit Untertiteln. Iyad al-Qunaybi. Ja, der spricht, also er hat so eine Reihe, die heißt Rechlet al-Yaqin, die Reise zur Gewissheit, wo er die verschiedenen, also die Evolutionstheorie sehr wissenschaftlich auch widerlegt. Wirklich sehr wissenschaftlich widerlegt und auf die einzelnen Argumente sehr gut eingeht. Und er spricht auch darüber, dass es halt diese Meinung auch zwar gibt, dass sie, sage ich mal, noch eine, ja, sie ist noch im Rahmen, aber er würde sozusagen diese Meinung so nicht vertreten. Ja, aber ich bin auch kein Experte auf diesem Gebiet. Ich kann nur sagen, sozusagen, welche Meinung es gibt. Also es gibt einmal natürlich die gängige Meinung, das ist Allah subhanahu. Aber das gilt nicht für was? Das gilt nicht für die Menschen, ganz wichtig. Das gilt nicht, diese Idee gilt nicht für die Menschen, also für Adam alayhi salam. Also alle sind sich einig. Nein. Für Adam alayhi salam gilt was? Wer es der Koran gesagt hat. Es geht hier um die Lebewesen im Allgemeinen. Aber nicht um Adam alayhi salam. Da sind sich alle einig, dass das natürlich, sage ich mal, dass Adam direkt von Allah, sage ich mal, erschaffen wurde. Und sich dementsprechend auch ganz klar unterscheidet vom Rest der Lebewesen. Ja? Aber, ja, es geht jetzt um die Natur als Ganzes. Ja, nicht nur um die Menschen, also die Natur als Ganzes. Dass es da eine, sage ich mal, diese intelligente Evolution gibt. Ja? Die gesteuert ist und gelenkt ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, diese Meinung gibt es unter einigen muslimischen Denkern und Gelehrten. Nein. Nicht der Mensch. Weil das haben wir Nuss im Koran, ganz klar im Koran. Nee. Das bezieht sich nur auf die Lebewesen im Allgemeinen, aber nicht auf den Menschen. Nein. Weil hier haben wir einen ganz klaren Nuss, ganz klaren Nuss. Ja. Na. Okay. So, letzte Frage und dann schließen wir ab. Als Muslim, als Soldat oder Polizist arbeiten?
darf man als Muslim, als Soldat oder Polizist arbeiten? Grundsätzlich erst einmal, ja, sind solche Berufe, natürlich Berufe, die erst einmal grundsätzlich nicht nur erlaubt sind, sondern erforderlich sind. Grundsätzlich, also ich rede erstmal grundsätzlich. Und zwar unabhängig davon, ob ich in einem islamischen Land lebe oder in einem nicht-muslimischen Land. In einem islamischen Land so und so. Ja, da gibt es gar keine Diskussion darüber. Aber deine Frage bezieht sich sicherlich auf Deutschland. Genau. Und hier ist immer die Frage, okay, ja, was heißt das für mich denn, als Polizist zu arbeiten oder als Soldat zu arbeiten? Wenn ich als Polizist arbeite, mache ich ja erstmal Dinge, welche die Ordnung dieser Gesellschaft betreffen. Ja, und an sich ist das erstmal etwas, was islamisch gesehen nicht verwehrt ist. Im Gegenteil. Und ich tue ja auch erstmal nichts, was irgendwie meiner Moral widerspricht. Nur, ich muss wissen, dass wenn ich mich auf solch einen Beruf einlasse, dass es auch mit gewissen Herausforderungen verbunden ist für mich als Muslim. Ja, was für Herausforderungen? Beispielsweise, dass ich vielleicht dann auch eingeengt werde in meiner Bewegung als Muslim, was die Moscheegemeinden betrifft. Ja, vielleicht auch manchmal in Gewissenskonflikte geraten könnte in bestimmten Situationen, was ich im Übrigen aber auch in anderen Berufen, ja, geraten könnte. Aber grundsätzlich erstmal, die Grundidee ist, ja, und ich würde sogar sagen, wir brauchen das auch als Muslime. Ja, wenn wir sagen, dass wir hier leben wollen, ja, und dass wir auch hier Menschen haben, dann brauchen wir auch, ja, in diesen Bereichen Muslime, welche dort arbeiten und dort vorhanden sind und uns auch als Muslime repräsentieren, ja, damit wir auch unsere Rechte einfordern können als Muslime. Und für Soldat gilt genau dasselbe. Nur, hier muss ich natürlich als Muslim aufpassen. Das heißt, wenn es irgendwie einen Einsatz geben sollte, der Bundeswehr, der meiner Moral widerspricht als Muslim, dann muss ich da für mich auch klare Grenzen setzen. Das heißt, wenn ich weiß, wir führen einen Einsatz, und ich weiß von vornherein, dieser Einsatz, der widerspricht meiner muslimischen Moral, meiner persönlichen Moral, meiner Überzeugung als Muslim, dann sollte ich auch als Muslim dann ganz klare Grenzen setzen für mich. Ja, ist aber eine schwierige Frage, ist keine einfache Frage. Aber trotzdem, ja, auch das brauchen wir als Muslime, wenn wir sagen, ja, dass wir, sage ich mal, auch als Muslime in dieser Gesellschaft leben wollen, ja, und auch als Muslime in dieser Gesellschaft präsent sein wollen, dann bleibt uns auch nichts anderes übrig, als dass wir auch als Muslime, ja, sowohl in der Bundeswehr sind, als auch in der Polizei und in anderen Behörden, grundsätzlich. Ja, und dass ich als Muslim bei all dem aber meine eigene Identität bewahren sollte und auch darauf bestehen sollte. Und wenn ich merke als Muslim, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, das eine mit dem anderen in Einklang zu bringen, dann hat was Priorität? Was hat dann Priorität für mich als Muslim? Der Islam, ganz klar. Und das gilt mit jeder Arbeit. Das gilt für jede Arbeit und für jeden Bereich. Ja, Allahu a'lam. Tamam, inshallah. Dann schließen wir an dieser Stelle ab. Wir sagen noch ein Subhanallah wa hamdika shalla la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.